Guten Abend. Im Namen der Volkshochschule, mein Name ist Nicole Slobetzky, ich bin die pädagogische Leiterin der Volkshochschule und bin heute stellvertretend für unseren Direktor, Herrn Günter Kottruber, da, der Sie alle sehr herzlich grüßen lässt und sich freut, dass so viele einfach auch heute hier sind. Und natürlich auch wirklich Sie, die den Pflichtschulabschluss jetzt absolviert haben, beziehungsweise teilweise absolviert haben. Sie sind in einer neuen Umgebung. Das ist alles eine große Herausforderung. Umso toller finde ich es, dass Sie heute auch hier sind, weil es ist ein Grund zum Feiern. Es haben einige bestanden, dazu auch herzliche Gratulation. Aber auch die anderen, die vielleicht heute noch nicht das ganze Zeugnis bekommen, haben eine tolle Leistung gebracht. Und ich denke, Deutsch werden wir im zweiten Lauf gemeinsam mit Ihnen auch noch schaffen. Also wirklich dranbleiben. Und ich denke, egal wie es heute ist, ob man Deutsch schon hat oder nicht, denke ich mir, es ist ein Grund, gemeinsam zu feiern. Liebes Team der Volkshochschule, lieber Herr Bezirksschulinspektor, heute ist ein besonderer Tag. Heute ist der internationale Tag der Schokolade. Haben Sie hier schon Schokolade gesehen? Bitte genießt. Heute ist noch ein spannender Tag für alle, die Fußballfans sind. Und ich schließe eine Verbindung von Fußball zu Ihnen. Ich habe jetzt überlegt, was ist denn das Gemeinsame? Der größte Kampf ist wahrscheinlich der mit dem eigenen inneren Schweinehund. Ich weiß nicht, ob Sie den Begriff kennen. Also sozusagen gegen sich selber, dass man sagt, okay, es ist schwierig, aber ich muss dranbleiben. Ich muss jetzt weiterspielen. Ich muss jetzt noch einen Elfer schießen. Ich muss jetzt noch lernen. Also Fußball hat ganz viel zu tun mit Durchhalten. Und sowas brauchen Sie auch bei der Ausbildung zum Pflichtschulabschluss. Auch Sie haben mit Ihren Vorbildern Kollegen oder Kolleginnen, die ein bisschen weiter schon sind, die die gleiche Ausbildung wie Sie gemacht haben und die jetzt einen Job haben. Und eine große Überraschung für den Kollegen von Ihnen, weil der hat sich nicht vorbereiten können, aber er sitzt in der ersten Reihe und den möchte ich kurz herausholen, weil so ein Vorbild für Sie alle ist nämlich er. Ja. Was wollen Sie den Kollegen und Kolleginnen mitgeben? Okay, ja, also man schafft, wenn man will und wenn man dranbleibt, bekommt man irgendeine Chance, wo man wirklich weiterhin geht. Da brauche ich nichts mehr sagen und ich wünsche einen schönen Abend und freue mich, wenn ich Ihnen die Zeugnisse überreiche. Tabakel Niamatullah. Und manche frage ich, was ist denn der nächste Schritt? Was ist Ihr nächster Schritt? Also an alle, die im Raum sind, vielleicht kennt wer eine Lehrstelle für einen Elektriker. Ja, also. Wir dürfen Ihnen ein Zeugnis verleihen und Sie haben eine Herausforderung, die viele Menschen haben. Gleichzeitig Familie zu haben, Kinder und zu arbeiten. Kinder zu haben und die Ausbildung zu machen, also das ist wirklich toll. Gratulation. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Heute ist wieder mal der Tag von Open Studio. Und wie Sie in der Einleitung schon gesehen haben, eigentlich der Tag der Volkshochschule. Ich begrüße meine Gäste hier sehr, sehr herzlich. Der Ort, wo die Handlung stattfindet, ist die Volkshochschule, vertreten durch Sie beide, durch den Herrn Direktor Kottruber und Frau Ascher. Herzlich willkommen bei mir im Studio.
Gleichzeitig ist das eigentlich meine Startveranstaltung jetzt im Herbst. Wie kommt es zu dieser Geschichte mit dem Pflichtschulabschluss? Wir haben bei uns zu Hause einen unbegleiteten Flüchtling, der eben diesen Abschluss macht und versucht zu machen, weil er für uns in Österreich sehr wichtig ist, wenn ich mich integrieren will, wenn ich was werden will. Und er ist die Voraussetzung, dass was gelingen kann. Nur ganz so einfach ist es nicht und wir setzen uns heute mit dieser Geschichte des Pflichtschulabschlusses auseinander. Und ich würde mal jetzt Sie einladen, was macht die Volkshochschule mit dem Pflichtschulabschluss, und später dann werden wir uns genauer damit beschäftigen. Wer braucht in Österreich einen Abschluss und was tun Sie dazu? Also einmal guten Abend von unserer Seite. Die Simone und ich, wir freuen uns, dass wir heute eingeladen worden sind und dass wir die Volkshochschule und einen Teilbereich unserer Arbeit, nämlich den Pflichtschulabschluss, ein bisschen vorstellen dürfen. Volkshochschule ist ja grundsätzlich bekannt, ist eine große Erwachsenenbildungseinrichtung, die in Stadt und Land Salzburg tätig ist, die ein dickes Kursprogramm hat, für jeden Bezirk ein eigenes Programm mit vielen, vielen Angeboten, Sprachen, Bewegung, Kreativität und unter anderem auch den zweiten Bildungsweg. Und ein Schwerpunktbereich aus dem zweiten Bildungsweg ist der Vorbereitungslehrgang auf den Pflichtschulabschluss. Es gibt viele Menschen, die diesen Abschluss nicht haben, aus welchen Gründen auch immer. Weil sie in der Hauptschule die Schule abgebrochen haben oder weil sie gar nicht bei uns im Schulsystem waren, weil sie zugewandert sind. Und der Pflichtschulabschluss ist aber die Voraussetzung, um dann später ins Berufsleben einsteigen zu können. Die Volksschule Salzburg ist schon ganz lange in diesem Bereich tätig und der Bedarf hat sich in den letzten Jahren ganz, ganz enorm gesteigert, vervielfacht, und momentan aktuell bieten wir 4 Kurse zum Pflichtschulabschluss an, die jetzt vor kurzem bei uns im Hause gestartet haben. Ich frage mal weiter, wie läuft denn das, was sind die Voraussetzungen für diesen Abschluss? Und wir reden im Moment hauptsächlich von den Flüchtlingen. Ja? Mhm. Wie gestaltet sich diese Geschichte? Ist das einfach? Wo hakt es? Naja, so einfach ist es nicht, weil sie schon ein gewisses Niveau mitbringen müssen, dass sie einen Pflichtschulabschluss überhaupt schaffen. Man muss sich das vorstellen, das ist in 8 Monaten am Pflichtschulabschluss, das ist natürlich eine abgespeckte Version und da muss ein Niveau da sein. Also es ist wichtig, dass man weiß, wie so ein Schulsystem läuft. Da fängt schon mit Pünktlichkeit an und dass das eben 5-6 Stunden durchlernen ist, dass ein Zwei-Niveau gegeben sein muss, weil sonst, haben wir eh heuer gesehen, waren die Deutschprüfungen nicht so positiv. Dann ist das für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eigentlich nur demotivierend, wenn sie das Niveau nicht haben. Also viele werden das nicht wissen, was ist ein Zwei-Niveau? Ein Zwei-Niveau ist, also man fängt, wenn man als Flüchtling kommt und so gar nicht unsere Sprache kann, noch nie irgendwas damit zum Tag gehabt hat, dann fängt man mit einem Alphabetisierungskurs an. Dann geht es zum A1-Niveau, A2-Niveau, A3-Niveau, so staffelt sich das auf und Pflichtschulabschluss sollte A2-Niveau sein. Da gibt es ja diese Geschichte, dass mit Eintritt der Flüchtlinge in Österreich die Volkshochschule tätig wird. Wie funktioniert das? Ja, also das haben wir total stolz drauf, dass wir in der Volkshochschule sozusagen ein umfassendes Paket anbieten können. Wir sind Partner des Landes Salzburgs und das Land Salzburg war da in Österreich wirklich Vorreiter. Das heißt, wenn die Menschen, die von auswärts zu uns kommen, die geflohen sind, in irgendein Quartier kommen, in ein Asylquartier kommen, dann bekommen sie dort die Möglichkeit, einen Deutschkurs zu besuchen. Wir machen ein Clearing und schauen, was haben die Menschen für ein sprachliches Niveau. Wie die Simone schon gesagt hat, es gibt welche, die sind gar nicht alphabetisiert. Die sind auch in ihrer Sprache zum Beispiel gar nicht alphabetisiert. Da fangen wir ganz niedrig an. Das heißt, die werden einmal in ihrer Sprache alphabetisiert und dann erst in unser System alphabetisiert.
Dann gibt es welche, die kennen, die sind zwar alphabetisiert, aber haben noch keine Deutschkenntnisse, die fangen mit A1 an. Das ist sozusagen, gibt es einen europäischen Referenzrahmen, der sozusagen die verschiedenen Stufen vorgibt. Und A1 ist die niedrigste Stufe. Und da bieten wir Kurse dazu an. Und die vielleicht schon ein bisschen besser sind, die können schon mit A2 beginnen. Wie schaut denn so ein Alphabetisierungsvorgang aus? Was muss man sich da vorstellen? Naja, die Leute lernen dann wirklich einmal sozusagen das Alphabet. Die lernen die Buchstaben überhaupt kennen, mit den Buchstaben umgehen und Wörter zu bilden. Also wirklich so, wie man es in so der Volksschule. Genau, ja, wie man es in der Volksschule. Oft schon genau, so mit Stift halten. Ja. Manche haben noch nie einen Stift in der Hand gehabt. Ja, reden wir mal über solche Dinge. Fremde Kultur, fremde Gewohnheiten oder gar keine Gewohnheiten. Ich kenne jemanden in einem Sportverein, sehr spannender Leistungssportler, nur dann, wenn es regnet, geht er nicht. Gibt es bei euch auch, dass Leute sagen, heute kann ich nicht kommen, weil heute regnet? Nein, das habe ich jetzt so noch nie. Noch nicht erlebt, nein. Nein, aber, noch gar nicht erlebt. Nein. Oder stehen die pünktlich auf? Ja, die pünktlichsten sind sie jetzt nicht, aber ich glaube eben auch, es liegt daran, dass einfach eben dieses System nicht gewohnt sind, dass man am Punkt 8 fängt der Unterricht an, das heißt nicht, dass man am 8 einertrudelt, sondern um 5 dass man da schon da dass sitzt. Man da schon da sitzt und bereit ist. Kann ich mir vorstellen, dass also da bestimmte... ist ein Lernprozess. Also das ist ein riesengroßer... Da geht es nicht nur um die Inhalte als Lernprozess, sondern da geht es auch um Verhaltensweisen. Das wollte ich eben sagen. Also da geht es um viel, viel mehr jetzt. Ja? Also wir haben da auch eine große Verantwortung diesen Menschen gegenüber. Mit der gehen wir auch sehr sorgsam um. Wie ist das jetzt? Also im Grunde fängt es ja an, da muss also schon was da sein. Das heißt, A2 sollte da sein. Wenn er in den Pflichtschulabschluss Vorbereitungslehrgang geben will. Ja. Also da braucht er ein sprachliches Grundniveau. Das ist derselbe Abschluss, den auch jeder Österreicher macht. Genau. Also es sind ja auch Leute, die keinen Migrationshintergrund haben in diesen Kursen. Genau. Ja, klar. Ja. Aus welchen Fächern besteht jetzt der Abschluss? Mathematik, Deutsch, Englisch, Gesundheit und Soziales, Berufsorientierung, Natur und Technik. Man darf ja, ist mir jetzt gerade eingefallen, Deutsch ist bei Deutsch ist ja Geschichte dabei. Also das heißt jetzt Deutsch und Geschichte. Und Sozialberatung haben wir auch noch extra. Ich war ja bei euch, wie die Zeugnisse verliehen wurden. Das war wirklich ein klasses Fest. Ja, war erstaunlich. Und ich habe den Eindruck gehabt, die Leute haben eine Freude. Und dann waren die dabei, die keine Freude gehabt haben. Denen haben wir auch versucht, Freude zu machen. Ja. Aber da war ja diese Geschichte, dass da 80% bei Deutsch zwei Drittel sind durchgefallen. Wie das? Es war so, letztes Jahr war ich selber noch nicht auf der Volkshochschule tätig, aber es waren einfach so viele motivierte Leute, wo man nicht abschlagen wollten, dass das jetzt probieren. Und die wollten sie dann nicht zurückweisen. Wo die Prüfungen dann gekommen sind, war es dann einfach schwierig für uns, da irgendwie nur zu handeln, weil wir gemerkt haben, es ist das deutsche Niveau, wird nicht keine leichte Prüfung werden für sie. Und das hat sich dann leider bestätigt. Wir haben dann gleich einen Intensivkurs, Deutschkurs in die Sommerferien gestartet, wo es wirklich von Montag bis Donnerstag 4 Stunden Vormittag Deutsch und Geschichte gehabt haben. Nur dieses Fach? Nur dieses Fach, okay. Ja genau, dass wir da sie noch unterstützen haben können, weil doch die Motivation dann einfach nicht mehr wirklich gegeben war. Es ist ist eh verständlich. Alle anderen, also es hat ja viel gegeben, was einfach alle anderen Fächer geschafft haben und halt wirklich bei Deutsch nicht durchgekommen sind. Und deswegen haben wir heuer einen Einstufungstest gemacht und ein Gespräch dazu, damit man auch so, weil bei einem Test kann man das jetzt nicht zu 100% sagen, ob das Niveau gegeben ist. Es ist auch diese Kommunikation, was man dann außerfindet. Und
Wir haben zum großen Teil A2-Niveau, wenn nicht höher. Wir haben eine Klasse, die was, also einen Kurs, die was schwächer ist. Aber wir haben jetzt eben geschaut, dass man dieses Niveau in die Kurse einfach so bis, also gleich ist, dass jeder so ein wenig am gleichen Stand ist, weil dann natürlich auch das Unterrichten besser ist. Es bringt ja nichts, wenn der eine jetzt ein Zwei-Niveau hat und der andere ist schon viel höher und dem ist dann langweilig, die ersten 2-3 Monate, weil man bei dem noch viel anders ansetzen muss, ja, wie bei dem anderen. Das geht deswegen, aber deswegen, weil man eben mehrere Lehrgänge parallel führen können. Daher können wir da auch sozusagen genau, ein bisschen die Leute zusammen da noch Niveau. Mhm. Und zurückgehend zu der einen Geschichte, ich meine, wir sind eine lernende Organisation, das heißt, wir lernen ja auch alle selber. Wir wollten voriges Jahr einfach, die waren alle so motiviert und dann haben wir gesagt, okay, irgendwie werden wir es schon schaffen, werden wir es schon hinbringen. Haben aber gesehen, das hat nicht so funktioniert, wie wir es sonst gedacht haben. Daher haben wir heuer ein bisschen umgestellt und gerade diese Moni gesagt hat, es gibt auch Gruppen, die ein bisschen schwächer ist vom Niveau her. Da haben wir uns jetzt auch schon überlegt, wie wir die tatsächlich während des ganzen Lehrganges jetzt, während des ganzen Jahres, jetzt am Beginn schon anfangen zu unterstützen. Genau. Da arbeiten wir zusammen mit einer Institution, Diakonie, ja, mit der Diakonie. Mhm. Und die hilft uns da sozusagen. Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Die haben freiwillige Helfer, die was unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen helfen, mehr also Deutsch lernen. Mit im neuen Kurs. Genau, also die gehen in den Kurs und haben dann sozusagen in der Freizeit Unterstützung und Begleitung. Ach so. Also eine Art Nachhilfe. Mhm. So. Verstehe. Aber jetzt gleich am Beginn. Und damit ist natürlich die Chance, dass die im Laufe des Jahres gut wachsen, in ihrem Deutschniveau wesentlich besser gegeben. Genau. Wie läuft das jetzt mit diesem Abschluss? Was kann dann der Flüchtling machen? In das Berufsleben einsteigen, Lehre machen, in eine andere Schule gehen, in eine höhere Schule gehen. Also das erleben wir auch. Und, die gehen in die Handelsschule oder in eine andere Schule oder sie kriegen einen Lehrplatz und können dann echt eine Lehre machen. Ja. Da gibt es ja klasse Geschichten. Also wir haben ja bei uns im Haus in der Stubergasse ein Lokal. Und in diesem Lokal sind jetzt bereits zwei unserer Absolventen des Pflichtschulabschlusses als Lehrlinge beschäftigt. Und das ist natürlich eine klasse Geschichte und das gefällt uns natürlich auch total. Mhm. Wir haben unseren Flüchtling, der bei uns ist, der hat eine Lehre als Schlosser in Matze in Aussicht. Mhm. Hat der den Pflichtschulabschluss? Nein. Der ist bei euch. Geht der bei uns? Ah, okay, super. Nummer eins ist das Problem, er hat den nicht. Das ist ein Problem. Ja. Nummer zwei, er hat auch im Moment noch keine kein Asyl. Ja, er wartet sozusagen auf den Bescheid. Ja, kann er wieder nichts machen. Er ist Asylberechtigter. Ja. Oder Asylwerber. Nein, er ist momentan Asylwerber und wartet sozusagen auf seinen Bescheid, dass er Asylberechtigter ist. Bescheid. Und da sind natürlich ein paar Dinge, die ziemlich spießen. Mhm. Ja, diese lange Wartezeit, der Betrieb steht in die Startlöcher. Ja, ja, die warteten auf ihn sozusagen. Warteten auch. Ja. Also im Moment haben wir Warteposition. Mhm. Okay. Ja. Und es ist natürlich auch so, dass auch noch so viel ungewohnt ist, weil der in Afghanistan, wo war seine Eltern, die haben auf einer Händelfarm gearbeitet. Mhm. Ja. Und eben diese Geschichte, verpflichtet zu sein, dass ich von Montag bis Donnerstag, ja, muss ich sagen, ist die Lehre ein Abenteuer. Wo ich mir denke, wie wird das sein? Das ist ein harter Lernprozess teilweise. Ja. Ja. Wenn es einer denn wird, also bleiben schon ein paar Sachen offen. Aber mir ist natürlich klar, dass die Frage der Integration von der Sprache abhängt. Ja. Mhm. Und ganz vielleicht schön. Etwas, was nicht so genannt wird, das Lernen, bestimmte Prozesse durchzuhalten. Mhm. Ja? Stimmt, hast recht. Ich nehme an, das wird er ja so gern zu sagen.
da hat einen Ausfall oder eben so 6 Stunden durchhalten. Ja, wir haben schon Fälle, wo man, und deswegen haben wir auch die Sozialberatung, die was da sehr unterstützend ist bei uns. Wenn wir merken, es werden die Fehlzeiten immer mehr bei einer gewissen Person und so, dass wir da nachrufen, dass wir fragen, ob alles okay ist, ob irgendwas los ist, ob es in der, ob es eben im Unterricht was wo hängt oder nicht passt oder so. Und da ist unsere Sozialberatung echt super. Die haben wir schon einige Sachen klären können und eben unterstützen können und wieder aufbauen können, dass man sagt, und Kim, du schaffst das und du machst das und wir können dir da und da und da Unterstützung geben. Und bei manchen hat es halt tatsächlich nicht funktioniert, weil sie halt einfach abbrechen und von denen hört man und sagt man dann auch nichts. Das wollte ich jetzt fragen, wie groß ist die Abbrecherquote? Ja, es ist schon, wir haben zum Beispiel letztes Jahr, also 69 Teilnehmer und Teilnehmerinnen sind eben zur Prüfung angetreten, also zu den Prüfungen angetreten. Und es angefangen hat man mit so um die 85 statt ja und 69 sind dann tatsächlich zur Prüfung gegangen. Also so 80, 85 und das ist... Finde ich nicht so schlecht. Nein, das ist also, gut. Aber das spricht aber sozusagen für die Menschen, die bei uns tätig sind in diesem Bereich. Und das ist für mich ein ganz ein wichtiger Punkt. Es gibt bürokratische Hürden, es gibt gesetzliche Hürden, es gibt einen Lehrplan, wo man darüber streiten kann, ob die Inhalte sinnvoll sind oder nicht sinnvoll sind. Aber das sind Tatsachen, mit denen müssen wir zurechtkommen. Das ist so. Ja? Und das Entscheidende für uns ist, dass unsere Mitarbeitenden, die in den Bereichen tätig sind, das geht mit der Simone und ihrer Kollegin, der Birgit an, die sozusagen organisatorisch für den Bereich zuständig sind, bis hin zu den Kursleitenden, bis zur Sozialarbeiterin, die wir auch eingesetzt haben. Das sind die entscheidenden Personen, die durch ihr Wissen, durch ihr fachliches Wissen, durch ihr Können, aber durch ihr, ich sage es jetzt einmal so, durch ihr großes Herz und durch ihr großes Engagement da ganz, ganz viel wettmachen können. Ja? Und die dann sozusagen wirklich das rundum liefern, was notwendig ist, um dass die Leute auch durchhalten können, dass die eine Struktur lernen, dass die fachlich lernen. Also das hängt so stark von den handelnden Personen ab. Und da bin ich ganz stolz auf mein Team, auf das gesamte Team, Kursleitenden, Angestellte. Und das macht es aus. Ja. Und das macht aber auch Volkshochschule aus. Ja. Wir sind ein Ort der Wissensvermittlung, aber wir sind ganz stark ein Ort der Begegnung, ein Ort der Integration. Und wir sind auch ein Ort des Wohlfühlens. Und da gehört viel, viel mehr dazu, als wie nur fachliches Know-how haben. Reden wir noch einmal über diese Geschichte der Abbrecher. Mhm. Sind die futsch? Also gibt es überhaupt keine Rückmeldung? Oder? Nein, also mir ist jetzt schon ein paar Mal so gegangen, dass ich also im letzten Jahr, jetzt haben sie im September erst gestartet, da kann man noch nicht so viel sagen. Ja. Also da haben wir jetzt noch keine Abbrecher, Gott sei Dank. Wie viel habt ihr jetzt? Jetzt haben wir 90 Teilnehmer. 90 Teilnehmer? Mhm, genau. Seid ihr ausgelastet? Oder? Ja, absolut ausgelastet, das passt. Es geht, wir platzen alle nicht mehr. Als Frage noch da gleich, wie läuft jetzt der Unterricht? Von 8. Weg oder? Wir haben eben 2 Vormittagskurse von 8 bis 13 Uhr, einen Nachmittagskurs von 13 bis 18 Uhr und einen Abendkurs von 18 bis 22 Uhr. Der hat eine Stunde weniger, fängt aber dafür eine Woche früher an. Aber ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, müssen die dann Hausaufgaben machen? Hier und da, ja. Weil die Schwierigkeit ist, also außerhalb lernen ohne Unterstützung, stellen wir es sehr schwierig. Naja, wir sind, und das haben wir uns eben, also habe ich immer heuer angefangen und möchte halt jetzt einfach sehr intensiv einführen. Die sind ja meistens untergebracht bei Caritas, Menschenleben, Hayats. Genau, und dass man mit denen einfach in Kontakt ist, dass man die Anwesenheiten immer kontrolliert, dass man gleich schalten kann, wenn irgendwas ist, dass man auch, also es ist auch meistens so, dass sie selber in Gruppen zusammen tun. Und wir haben Lernkojen bei uns, da wo es dann nach dem Unterricht einige kennen und da die Hausübung machen oder sie rufen es, also was ich halt so mitkriege, dass sie sich zusammenrufen, dass sie sich so irgendwo treffen
Und wenn wirklich jetzt gar nichts geht mit Hausübungen zum Beispiel, wie du sagst, sind wir jetzt letztens, beziehungsweise unsere Kursleiter, die letzten, die was da sagen, das muss jetzt auf Biegen und Brechen sein. Da ist eher dann nur das, dass man sagt, hey, was war das, wo es sich nicht auskennt, wie können wir das in Zukunft so machen, dass für die in Ordnung ist, dass für die passt. Mhm. Ganz wichtig ist, dass die auch ein Stück so Selbstverantwortung lernen. Ja? Natürlich nehmen wir sie ganz stark an der Hand. Mhm. Ja? Und gleichzeitig müssen wir es aber auch loslassen. Das ist wichtig, dass sie sich selber organisieren. Ich meine, wir bieten bei uns die Möglichkeit an, in diesen Lernkurien. Aber gut ist auch, wenn die dann sagen, und wir treffen uns woanders oder wir setzen uns bei dem zusammen. Also so wie es eh das normale Schulleben ist, dass die sozusagen auch die Hand, die sie führt, loslassen können und sich selbst organisieren. Ja, also ich denke mir, da ist wahrscheinlich auch eine Kernfähigkeit, weil ich würde sagen, ich war schon zufrieden, wenn sie es tun. Die Frage dessen, was wir Mitteleuropäer unter Selbstverantwortung verstehen, glaube ich, ist vielen diesen Kulturen nicht zugänglich. Ja. Klar. Ja. Aber da müssen wir es hinführen. Ist okay. Das ist ein Prozess. Ja. Ja. Weil ich sehe natürlich auch bei unseren Schützling durchaus, wie schwierig das für ihn ist, selbst in Bewegung zu kommen. Ja. Und bin sehr gespannt, wenn er jetzt in die Lehre geht, ja, wann auch wenn man so Anordnungen zu gehorchen. Ja, aber da, deswegen ist ja das so wichtig, dass dein Schützling die hat, dass du ihm sagen kannst, hey, so und so läuft das, so und so ist das und jetzt probierst du es allein. Aber er weiß immer im Kopf, du stehst da. Also du bist da, wenn irgendwas ist, wenn er was nicht schafft oder wenn er Fragen hat oder so. Danke. Und das sind wir aber auch für, also nicht jetzt in so einem breiten Ding, sagen, was bei dir ist. So funktioniert einmal bei uns sicher nicht. Okay. Das war total nett gedacht. Ja. Ja. Überhaupt nicht. Weil wir sehen uns zum Beispiel einmal oder zweimal in der Woche. Okay. Ja. Und dann von der Lebensform dessen, wie es in den Heirats passiert, mit dem geringen Reiz, sozusagen zu was machen zu können, oder wie wir alle wissen, arbeiten ist regelrecht verboten. Ja? Du kannst ihm nicht wirkliche Arbeit geben. Und 24 junge Männer, die da auf einem Haufen sind und eigentlich kontrolliert werden, ja, habe ich also schon sehr, nicht von unseren, sondern von anderen frustrierende Aussagen gehört, bis hin, das Einzige, was ich in Österreich machen kann, ist noch atmen. Bestimmte Dinge sind sowas von langatmig und ich war bei einer Befragung dabei und ich muss sagen, ich bin für die Befragung, weil das Gefahrenpotenzial der Menschen, die bei uns einkommen, ja nicht gerade klein ist. Ja? Und ich muss sagen, wenn ihr mit eurer Organisation hier Grundlagenarbeit für Integration stofft, dann muss ich sagen, klasse. Ja? Das ist unser Anspruch. Das ist Anspruch. Ja? Das ist der Anspruch. Ich meine, natürlich schaffen wir es nicht immer, aber wir schaffen es bei viel. Ja, passt. Genau. Und gerade wenn dann einer, wenn man weiß, okay, der hat jetzt wieder einen Lehrplatz gekriegt und so weiter, das gefällt uns natürlich auch. Aber wir warten jetzt mindestens, glaube ich, 2 Monate darauf, dass er das Gespräch hat. He? Nein, nicht das Gespräch hat er schon gehabt. Ja. Also, dass er Bescheid kommt. Bescheid kriegt. Ja? Ja, das ist halt die bürokratische. Ja, der mögliche Lehrherr wartet auch schon. Bitte, wann kommt der Bescheid? Ja? Der Junge selber, wann. Okay? Und das muss ich sagen, sind so Sachen, wenn du das nicht erlebst, glaubst du das nicht. Ja? Wobei natürlich die Geschichte heißt, ich meine, ihr habt ja nicht nur, ihr habt Deutschkurse, oder? Klar, also das für die Asylwerbenden, das sind klassische Deutschkurse. Ja, und Spektrum, was ist eigentlich im Land draußen los? Da gibt es ja auch VHS. Ja, klar, wir sind quasi bis in die kleinen Dörfer. Wir sind in über 80 Gemeinden, haben wir Stützpunkte. Das ist ja auch das, was Volkshochschule ausmacht. Ja. Das ist ein breites Angebot, möglichst viel. Das ist leistbare Preise.
und das ist bei den Menschen draußen zu sein. Nicht nur in den städtischen Ballungszentren, sondern zu den Menschen mit dem Angebot zu geben. Das und deswegen haben wir den Auftrag auch gekriegt vom Land zum Beispiel, weil wir draußen sind. Ja? Zell am See. Also überall dort, wo zum Beispiel mit den Deutschkursen für die Asylwerbenden, sind wir überall dort, wo Quartiere sind. Wo Quartiere sind. Oder in der näheren Umgebung von Quartieren. Mhm. Wenn eine Gruppe zusammenkommt, die sozusagen niveaumäßig zusammenpasst, machen wir dann entweder im Quartier oder in der Nähe des Quartiers, in einer Schule, in einem Vorheim, wo auch immer wir unterkommen, starten wir sofort mit den Deutschkursen. Und da sind wir in 50 verschiedenen Bereichen draußen in den Regionen. Was ist der kleinste Kurs? Also Alphabetisierung ist mit 6 Teilnehmern. Mhm. Und der Kurs, die anderen Kurse ab 6 oder haben die eine Mindestzahl? Die haben, glaube ich, Mindestzahl ab 8 Teilnehmer und maximal 18. Apropos Kosten. Was kostet denn also für die Flüchtlinge nichts, oder? Nein. Also da gibt es jetzt unterschiedliche Finanzierungsformen. Die Deutschkurse für die Asylwerbenden, die in diesen Asylquartieren sind, der Stadt oder am Land draußen, die Kosten zahlt zur Gänze das Land Salzburg. Und das Land Salzburg ist da tatsächlich Vorreiter in Österreich. Jetzt ziehen schon langsam die anderen Bundesländer noch. Das Land Salzburg macht das schon ganz lang. Also wir haben diesen Auftrag schon sehr lange, wo halt über viele Jahre hinweg war das halt ein kleiner Bereich. Ja. Das ist im letzten Jahr ist das explodiert. Ja. Ja. Aber das zahlt zur Gänze das Land Salzburg. Die Pflichtschulabschlusskurse, 3 Stück davon, da teilt sich das Land mit dem Bund die Kosten. Gibt es eine Vereinbarung, sogenannte 15a-Vereinbarung über die Initiative Erwachsenenbildung. Und da werden unter anderem Kurse zum Pflichtschulabschluss in ganz Österreich gefördert. Und da teilen sie Land und Bund die Kosten. Ein Kurs, ein Lehrgang, kostet in etwa 120.000 Euro. Weil jetzt der Bedarf so groß ist, nimmt das Land Salzburg zusätzlich Geld in die Hand und zahlt dann sozusagen alleine eigene Kurse. Und wir, die Volkshochschule, hat einen vierten Kurs dazu bekommen, deswegen laufen wir jetzt momentan 4 Kurse. Aber auch die anderen Einrichtungen, Erwachsenenbildungseinrichtungen, die in dem Bereich tätig sind, kriegen da Kurse vom Land Salzburg. Und das ist ganz wichtig, weil der Bedarf so groß ist. Nehmen wir bitte die auch noch einer. Das heißt, das sind, wer ist denn da noch? Das ist das BFI, das ist das WIFI, das ist der Verein Einstieg, die im Bereich des Pflichtschulabschlusses auch noch tätig sind. Das Clearinghouse, glaube ich, macht auch noch was. Ja, genau. Dann, was ist Caritas? Ja, die Caritas bietet jetzt selber keinen Kurs an, sondern Caritas ist ein wichtiger Partner, gerade im Bereich der Asylkurse, weil die Caritas hier Betreuungsleistungen übernimmt. Mhm. Das ist ein wichtiger Kooperationspartner für uns. Also, ich denke, da ist ja jetzt also für mich ein wichtiger Schlüssel, der sich überhaupt durch Sozialarbeit durchzieht. Und der heißt Bildung, Bildung, Bildung und noch einmal Bildung. Und zwar auf unterschiedlichster Ebene. Genau. Ja. Und diese Geschichte der Bildung ist gleichzeitig sowas wie ein Instrument, damit bestimmte andere Sachen gar nicht auftauchen. Kriminalität. Ja, einer der schwierigsten Dinge, die ich aus anderer Quelle kenne, heißt das Herumsitzen. Mhm. Fördert nicht gerade. Mhm. Ja. Mhm. Stimmt. Fördert überhaupt nicht. Mhm. Ja. Eins muss man, glaube ich, schon auch noch sagen, also, oder das ist erwähnenswert, gerade im Bereich zum Beispiel bei den Asylkursen merkt man das sehr stark, ja, dass sich hier dass sozusagen das bürgerliche Engagement, das Ehrenamt ganz stark entwickelt hat. Also, es gibt in vielen Gemeinden gibt's ganz viele Leute, die sagen, und ich helfe da jetzt. Ja? Und das ist eine ganz tolle Ergänzung für uns. Das heißt, wir machen den offiziellen Kurs, der ist 2-mal in der Woche, zum Beispiel für die Asylwerberinnen und Asylwerber. Und begleitend dazu kriegen sie dann in den Quartieren, in den Gemeinden, gibt es Deutschlehrerinnen, Deutschlehrer, Leute, die das kennen, die dann mit einer die Aufgaben machen, die mit einer packen, die mit einer lernen.
Und so ist es jetzt auch möglich, dass die Zahl der Abschlüsse, also es ist ja im Interesse des Landes, dass die Leute, die ihren Kurs besuchen, auch einen offiziellen Abschluss bekommen. Die Zahl der Abschlüsse, zum Beispiel die Zahl der A1-Prüfungen oder der A2-Prüfungen, die ist im letzten Jahr enorm angestiegen, weil die Leute ein gutes Niveau zusammenbringen. Das heißt, die machen den offiziellen Kurs über die Volkshochschule und kriegen eine ganz tolle Begleitung und sind dann relativ rasch auf einem guten Niveau und können dann auch bereits ein Zertifikat vorweisen. Und das ist ganz wichtig. Also, und das ist aber auch für die Leute, das ist so eine ganz wichtige, das macht die Leute stolz. Du hast das ja gesehen, auch bei der Verleihung des Zertifikats, das hat einen Wert für die Menschen. Da fühlen sie sich einfach auch wichtig und richtig. Und das ist auch was Wesentliches. Ja? Da musst du ihnen auch was geben können. Sagen, du hast was geleistet. Mhm. Mir geht es ja auch darum, also diese Sendung hier ist mir deswegen wichtig, damit alle Mitbürgerinnen und Mitbürger eine Ahnung bekommen, was da für Aufwand dahinter steht. Ja? Ein Riesenaufwand. Und organisatorisch, finanziell, also ganz gewaltig. Ja, ja. Und vor allem, dass es überhaupt nicht anders geht, wenn ich diese Menschen beheimaten will. Wenn ich sage, ich will euch erinnern haben und nicht nur als Randpublikum. Mhm. Ja? Weil hochtalentierte Menschen dabei sind, unglaublich hochtalentierte Menschen dabei ganz sind. Spannende, ja, Geschichten. Ja. Ja. Die, denke ich, schon für unsere Zukunft bereichernd sein können und werden. Mhm. Ja. Und wo heute halt jetzt einmal darum geht, auch die Dinge, die Konfliktpotenziale, die Sanatrien kennen, diese Geschichte von einem eurer Leute, der total zornig war, weil er das Zeugnis nicht bekommen hat, weil er geglaubt hat, es reicht einfach, dass er drin sitzt. Mhm. Ja? Die Idee des Verstehens, des Lernen, was anders ist, völlig daneben. Ja? Und doch immer wieder auf die Kultur zurückverweisend, die in vielen Fällen Schule nicht kennt, aber die Lernwege kennen, weil ich das von unseren Schützlingen weiß, der traf sich mit ein paar Leuten unterm Baum und dort haben sie einen sozusagen Hauslehrer gehabt, mhm, ja, der es geschafft hat, dass er perfekt Arabisch redet. Ja? Das heißt, Lernen passiert, aber anders. Ja? Und diese Geschichte, die, denke ich mal, für uns Österreicher gut tut, ist ohne Zweifel, wenn wir junge Leute kriegen, als Potenzial. Mhm. Finde ich klasse, was macht. Ja? Und ihr macht ja nicht nur das, oder? VHS kümmert sich ja nicht nur um die Flüchtlinge. Genau. Ich habe es ja schon vorher gesagt. Also wir haben ja ein riesiges, umfangreiches Programm. Wir machen in einem Jahr fast 5000 Kurse in Stadt und Land Salzburg. Und ja, wir sind zum Beispiel die größte Sprachenschule im Land Salzburg. Wir bieten an die 30 verschiedene Fremdsprachen an. Also es gibt fast keine Sprache, die du bei uns nicht lernen kannst. Wir haben ein umfangreiches Programm, was Bewegung und Gesundheit betrifft. Also es gibt fast nichts, was du nicht an der Volkshochschule irgendwie machen kannst. Ja. Wir sind ganz stark im Bereich der Kreativität. Angefangen vom Malen bis hin zu Dirndlkleider machen, Töpfern. Also ganz, ganz ein breites Spektrum. Der EDV-Bereich ist ganz ein wesentlicher Bereich, der sich über die Jahre ganz verändert hat. Ja. Früher war das Lernen so an diesen Programmen, Office-Pakete und so weiter. Ja. Heute steht im Vordergrund mein Handy und ich, mein iPad und ich, wie mache ich ein Fotobuch und solche Geschichten. Also das sind Renner, die nachgefragt werden. Ja, also die Palette, Allgemeinbildung, Vorträge. Also ich sage immer, Volkshochschule ist auch etwas, was zur Zufriedenheit und zum Glück der Menschen beiträgt. Ja, weil das ist so individuell. Also für jeden ist Glück und Zufriedenheit was anderes. Der eine freut sich, wenn er
mit einem Ton irgendwas macht und der andere lernt eine Sprache und kann das und so. Also Volkshochschule trägt auch zur Zufriedenheit und zum Glück bei und das ist so, ja, so eine ganzheitliche Geschichte. Ich habe einen Kochkurs gemacht. Ja, das Kochen zum Beispiel. Ja, alles Mögliche kann man bei uns machen. Ja. Ja. Aufhänger für die, die nichts kennen, so wie ich war. Ich habe vorher gesagt, das erste Mal einen Kochkurs gemacht. Ja. Voll klasse. Und das sollten wir mal gemeinsam, ja, sollte man mal gemeinsam machen. Das weiß ich sicher gar nicht. Also, die Kursleiterin hätte einen Spaß mit uns. Ja. Bist du sicher? Ja, absolut. Ja. Ich weiß auch schon, wo wir hingehen. Ja. Das finde ich so echt. Nein, also wirklich, es gibt fast nichts, was man bei uns nicht machen kann. Ja, ja, und das ist ich finde, das ist so etwas Wichtiges. Ja. Und ich lasse da auch keine Wertungen zu, ob jetzt ein Kochen und Nähen, ob das was Wertvolles Bildung. Natürlich ist das was Wichtiges und Wertvolles. Da kommen Menschen zusammen, die dann miteinander was. Ja, passt. Das ist in Zeiten der Vereinsamung ist das auch so was ganz Wichtiges. Also wir haben nicht nur einen bildungspolitischen Auftrag, sondern wir haben auch ganz einen starken gesellschaftspolitischen Auftrag. Und das macht Volkshochschule aus. Und dafür arbeiten wir. Gibt es denn irgendeine Zukunftsvision? Wird sich was verändern an diesen Kursen? Oder wie schaut es jetzt aus? Naja, es wird sich in dem Sinn was verändern, dass man einfach von vornherein unterstützen in Deutsch im Pflichtschulabschluss, dass wir die freiwilligen Helferlein da involvieren wollen und sagen wollen, hey, wir müssen da jetzt gemeinsam und die haben Schwierigkeiten und dass man das wirklich spezifisch macht, so der hat Schwierigkeiten da, der hat Schwierigkeiten da und dass wir da arbeiten dran, dass einfach durchkommen in die 8 Monate und auch positiv und auch motiviert und auch mit den Prüfungen dann, dass sagen können, hey, und das Jahr habe ich Gas gegeben, ich habe es geschafft und ich kann es. Und das, da wollen wir hinarbeiten, dass wir mal 100% Helferlein. Helferlein heißt so Leute, die mit den Leuten ehrenamtlich. Ja, es gibt Ehrenamtliche, genau. die was dann. Wie gewinnt ihr die? Da gibt es das Diakoniewerk, ja. Die haben freiwillige Helfer. Ah, die haben, genau. Okay. Genau. Gibt es eine Organisation, da melden sich die Leute. Also, da gibt es so viele Leute, die sich einfach melden und sagen, ich will was tun. Und die werden dort sozusagen gesammelt und die kriegen dann auch ein bisschen eine Unterweisung und die Möglichkeiten werden ausgelotet, was kann jemand da in welchen Bereichen und so. Also da gibt es eine koordinierende Stelle. Wie ist denn der Männer, Frauen? Ja, leider. Also das war auch noch so unser Ziel, dass wir mehr männliche Teilnehmer haben wie weibliche. Woran das liegt, habe ich noch nicht ganz ausgefunden. Das ist ganz einfach, das kann ich erklären. In den Clans werden normalerweise immer die Männer losgeschickt. Mhm. Ja? Das ist uns aufgefallen. Die Frauen bleiben daheim bei den Kindern. Frauen bleiben bei den Kindern, die Männer gehen rauf und eine der Ideen ist, wenn, ist ja der Unterschied, ob es einen Asylbescheid gibt, ja, und wenn er den kriegt, dann hat er die Möglichkeit, seine Familie nachzuholen. Genau. Ja, ist sicher nicht ganz einfach. Ja, das ist mir schon klar, dass das auch ein Grund ist, aber ebenso, weil wir reden jetzt schon von mehr männliche wie weibliche, das sind schon, heuer haben wir mal viel, da sitzen 4 weibliche Teilnehmerinnen im Kurs. Aber ich sage nur, von der Flüchtlingsstruktur ihrer Familien wird der Mann losgeschickt, damit er sozusagen da herum eine Bleibe baut oder bauen kann. Mhm. Ja. Und dann wird er in diesen Prozess reingenommen, dauert elend lang und ist also sicher nicht einfach. Nein, es wird aber nicht einfach. Wir nähern uns punktgenau der Landung. Jetzt wollte ich noch fragen, gibt es noch einen Beitrag? Ich sage einmal, danke, dass du da warst. Wir Danke bedanken für die Einladung. Uns und ich hoffe, wir haben unsere Arbeit ein bisschen präsentieren können. Ja, das habt ihr sicher. Und ich muss sagen, es war schön und ist schön, dass du da seid. Und ich finde, wir haben die Zeit gut genützt. Danke. Danke.
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen recht herzlich fürs Zusehen und Zuhören. Ich hoffe, Sie haben informative Impulse erhalten, damit Sie und wir unsere Flüchtlinge besser verstehen können. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und freue mich, wenn wir uns beim nächsten Open Studio, ich vermute gegen Ende Oktober, wiedersehen und wiederhören. Gute Nacht. Wiederschauen.